Hallihallo, Freunde! Okay, dann nicht. And all the lights that lead us there are blinded. Geh dann einfach mal weiter, gell? Ja. There are many things that I would like to say to you. Read I that! Don't know how. Because maybe. Das Spiel ist ab 6! Ich sag's mal so, Remods und Redeads und so weiter kennen wir ja schon aus Ocarina of Time. Die sind nichts Neues. Die sind einfach nur redesigned. Trotzdem in diesem Spiel die gruseligsten von allen. Sind das 2018 Feministen? Triggered! Hat jemand gerade Male Privilege gesagt? Hat jemand gerade den falschen Gender-Pronoun gesagt? Wie bekämpft man die? Um sie herumrollen. Oder einfach warten, bis sie aufhören, Reed zu schreien. Und dann angreifen, denn wir haben einen kleinen Cooldown. Das sind Power-Metal-Sänger. Jetzt, jetzt! Siehst du? Einfach warten und jetzt angreifen. Und angreifen. Einfach von hinten kommen. Ja, das auch. Ich hab bei meiner Freundin auch. 3, 2, 1, Attack! Aus der Luft! Luftangriff! Surprise Attack! Ich bin so dumm. So was wir hier haben. In dem Licht. Attack! Protect, but also attack. Ich hätte die Aim einfach die ganze Zeit mit dem Licht besiegen können. Ich hab's mir schwerer gemacht, als hätte es sein müssen. Ich bin so blöd. Das wussten wir schon. Oh no. Ist der New Skull. Aber du kannst währenddessen mal die Geschichte erzählen, als du Untoter warst. Als ich ein Untoter war. Ja. Oh Junge, das ist aber schon Jahrzehnte her. Also wie ja jeder weiß, bin ich bekennender Buddhist. Du bist bekennender Untoter. Nee, ich bin erst bekennender Buddhist gewesen. Nee, erst bekennender Untoter, dann bekennender. Es! Ich kann keine Waffen benutzen, während die mich verflucht haben. Das auch, ja. Auf jeden Fall. Zuerst dachte ich daran, dass man nach dem Tod als Untoter noch einmal zurück in das leichte Leben kommen könnte. Und auch als ein Zombie. Ja, ich hab den doch getroffen. Und dann, während ich ein Zombie war und so schön dabei war, gerade das Gehirn eines anderen zu verschmeißen, habe ich bemerkt, dass ich das Hirn eines buddhistischen Mönchs war. Und dachte dann, okay, das mit dem Untoten stimmt gar nicht. Stattdessen wird man wiederbelebt. Nicht wiederbelebt, sondern wiedergeboren. Und dann wurde ich halt in meiner heutigen Form wiedergeboren. Und das alles ist nur passiert, weil ich ein Untoter bin. Deswegen müsst ihr auch aufpassen, wenn ein Schwante schreit, dann könnt ihr euch eine Weile lang nicht bewegen. Stunt. Ihr seid jetzt für 20 Minuten gelähmt und seid dazu genötigt, euch dieses Let's Play fertig anzusehen. Oh nein, wir Strafe. Don't drop that thunder. Keine größere Strafe als 20 Minuten mehr Daro anzugucken. Oh no. What is this? Ist das das Fegefeuer? Ist das, wovor mich mein katholischer Priester gewarnt hat? Abgesehen von Kindesmissbrauch. Oder was? Family Friendly Channel! Hat niemand gehört. Was? 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 Was hat niemand gehört? Nichts hat niemand gehört. Darum, das Feuer. Danke. Darum hat es ja auch niemand gehört. Achso, ja, richtig. Ah, nein! Mehr Geister! Mehr Geister! Ah, Weißbrot! There's something strange in the neighborhood. Who are you gonna call? Who are you gonna call? Ah, es ist echt ätzend, hier so an die Stelle gebunden zu sein. Upsa, da hab ich. Ah! Das Licht nicht richtig reflektiert jetzt.
Spielzeitstreckung. Ist das eine Rave Party? Ist das eine Rave Party? Ja, da haben alle Angst vor Licht, gell? Ach nö. Ich habe nur noch zwei Pfeile. Das könnte problematisch werden. Oh, oh, what? Na, ich spreng die. I got this. Einfach B spammen! Ja, das bringt immer alle Probleme ever in Zelda gelöst. Natürlich. Oh, ich hab nur noch. Moment. Ich würde ungern meine Fee verschwenden. Deswegen. Chuck, 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 Chuck. Oh, habt ihr gesehen, wie ich die aus der Luft geholt habe? So gut! Wie kann man so gut in Videospielen sein wie dieser Herr Daro? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Schwupp! Und ins Loch. Die Wahrheit ist leistungssteigernde Substanzen. Und Alkohol. Oh, hier sind Readers. Da ist Licht. Irgendwie tut dieses Licht nicht. Und währenddessen kann ich beide Gegner gleichzeitig besiegen. Okay. Nein! Don't do it! Don't do it! Nicht ins Ohr! Nein, mein Schweinschwachstelle, das Ohr! Ja! Mein Ohr ist meine geheime Schwäche. Halt mit dem Licht drauf oder greif einfach von hinten. Und weiter drauf. Natürlich weiter drauf. Immer auf den Kopf. Habe ich damals schon im Fußballtraining gelernt. Irgendwie Zweikampf immer auf den Kopf. Ja. Immer. Wer zuerst am Boden getackt hat, verloren. Ja, wer liegt, der kriegt. Das ist ganz normal. Ach, ach. Ein Flatterling. Oder es ist doch ein zweiter Weltkriegsbomber. Es ist der Rote Baron! Ich frage, jetzt kann man ihn mit dem Licht irritieren. Natürlich nicht. Aber wir können ihn mit unserem Schwert aus der Luft holen. Ich sehe, wo die Problematik liegt. Das ist Spiel, die falschen Gegner anvisiert. Aber es ist funktioniert. Oh, hast du gesehen, wie ich das gerade gemacht habe? Ja, neben einfach das eine versucht, das versucht hast hochzuheben. Nein, das war alles ab. Das war alles Absicht. Und der da sowieso. Alles Absicht. Ich glaube, du musst noch. Muss ich die auch? Ciao. Ach da. Ah, ich. Ach, das muss ich noch. Ah. Ciao. Ciao, Kachuing. Oh, da ist noch einer. Gibt es da noch? 35. Oh nein. Aber du kannst währenddessen mal die Anekdote erzählen, wie du selbst ein Schleim warst. Ja, ich war ja eine Zeit lang gläubiger Buddhist. Gläubiger Schleim. Und in meiner Zeit als gläubiger Buddhist. Also ich identifiziere mich sexuell als Schleim. Wurde ich natürlich auch als Schleim wiedergeboren. Denn im Buddhismus ist alles möglich. Natürlich. Schleim ist übrigens das zweithöchste, als was du wiedergeboren kannst, nach der Kuh. Wiedergeboren werden kannst. Ja, Kuh ist aber Hinduismus. Nein, nein, das ist auch Buddhismus. Nein. Das ist unterschiedlich. Also, der Sache, was ich mitgekriegt habe, bei der höchsten Sache im Buddhismus, ein Hund. Echt? Ja. Hunde sind aber auch toll, ja. Eben, Hunde sind toll. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine Wahrheit, der kannst du dich nicht entziehen, dass eben Hunde besser sind als Katzen. Übrigens, andere Was ist wichtige besser, Hunde oder Katzen? Schreib's in die Kommentare. Andere wichtige Frage. Was passiert mit diesen Geistern, die du so besiegt hast? Ich meine, wohin begeben sich die Wesen, die schon einmal gestorben sind, wenn sie noch einmal sterben? Nein, Geister sind ja in den meisten Fällen da, weil
sie... Weil sie noch an einer Sache hängen, die davon abhält, ins komplette Jenseits hinüberzuwechseln. Richtig, Frage beantwortet sie, gehen natürlich ins komplette Jenseits. Das komplette Jenseits. Das komplette Jenseits, nicht das halbe Jenseits. Das komplette Jenseits. Das ganze Jenseits. Ein Drittel Jenseits reicht auch nicht aus, es muss das komplette Jenseits sein. Natürlich muss es das komplette Jenseits sein. Was sind das für Zombie-Boys? Hm, was, wie wird es weiterhaken? Du siehst vor dir meinen absoluten Hassgegner aus diesem Spiel. Skeleboy. Das ist so mit Abstand der schlimmste Gegner, den es gibt. Okay. Oh. Nein, nicht deswegen. Die Frage ist, kann ich die irgendwie nicht bekämpfen? Nein. Nein, natürlich nicht. Die Problematik bei denen ist... Kopf kaputt. Richtig. Und die Köpfe halten viel zu viel aus. Hm. Siehst du das? Ja. Nein! Warte, kann man den Kopf abziehen? Kann man wirklich abziehen? Nein, kannst du nicht. Hab ich schon mal probiert. Schade. Was soll ich für diese fiesen Skelette noch rumrennen? Ja, ich meine, die sind ganz sicher, was wir machen. Auf den Kopf. Nice. Komm, hau. Zieh einfach Leine, ja? Und jetzt auf den Kopf, auf den Kopf. Ja. Oh, ich hasse diese Gegner, ich sag's dir. Aggression. Die sind schrecklich. Ah, ich mach gleich meine Wii U kaputt. Begebe dich in dein inneres Ich. Okay. Begebe dich in deinen inneren Zen-Place. Ich bin. Ah, ich hab keinen Platz mehr für Rubine. Innerer und äußerer Frieden. Ich hab keinen Platz mehr für Rubine. Spiel! Das Spiel mobbt mich doch. Oh, du willst Herzen? Du willst Herzen? Das Spiel mobbt mich. Das ist Mobbing. Seriously. Unser Mitleid, aber du kriegst ja nur Rubine. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Nein, das ist Spaß. Seit wann ist Wind Waker ein Hack and Slay? What is this? Hyrule Warriors confirmed? Hyrule Warriors ist letzte Woche rausgekommen für die Switch. Lul. Frage ist, für welche Nintendo-Konsole kommt Hyrule Warriors noch raus? Es ist doch schon für alle draußen. Also für alle wichtigen. Noch nicht für den GameCube? Okay. Das ist tatsächlich eine Idee, mit der kann ich leben. Könnt ihr bitte alle einfach explodieren, danke. Nice. Svante, möchtest du bitte aufhören, nach dem Eurovision Song Contest zu googeln, der übrigens gerade heute Abend ist? Eben, der ist jetzt gerade interessant. Svante, würdest du behaupten, dass der Eurovision Song Contest dich interessiert? Ja, ich persönlich interessiere mich für den Eurovision Song Contest. Auch wenn ich dieses Jahr schon wieder nichts von Deutschland mitbekommen habe. Hat Deutschland tatsächlich jemanden, der teilnimmt? Natürlich. Was ist denn so? Deutschland hat immer jemanden. Natürlich, das war ein Witz. Weil die so irrelevant sind. Nee, die Sache ist einfach, seit Lena Meyer-Landrut. Auch das zweite Lied von Lena Meyer-Landrut war kacke. Aber das ist wenigstens noch regelmäßig im Radio gekommen. Ich meine, seien wir ehrlich. Okay, warte. Welches ist das letzte ESC-Lied, das noch halbwegs von den Deutschen selbst gehypt wurde? Ich persönlich würde sagen... Ich hab recht viel zu diesem... Wie hieß die davor beim Eurovision Song... Letztes Jahr war das die so komisch Animu verkleidet war. Deren Lied hatte ich eine Zeit lang im Kopf. Ich habe letztes gar nicht gesehen. Es war also, Ghost hieß es, glaube ich. Aha. Ich habe eine Fee, alles gut. Ja, der schafft das schon. Also ich glaube, das Letzte, an das ich mich halbwegs erinnere, ist dieses Is it right or is it wrong?
Und das war vor 3-4 Jahren. Und jetzt, da ist die Fee aktiviert worden. Yay, Mist. Jetzt habe ich halt gar nichts mehr, um mich zu verteidigen. Ach, Daru schafft das. Natürlich schafft er das. Sagt er. Solange er nicht wieder in die Flammen reinrennt. Ist das etwa? Ist das etwa? Through the fire and flames. Oder sagt nochmal jemand, der will auf meinem Kanal nicht unterhalten. Alle kommen mit dem Morning in den Tagen vor der Leid. Herr Daru, das Musical. Ich will nicht mehr. Ah, nicht mal. Ich will wirklich nicht mehr. Ah, was ist das? Ein weiterer Ort voller Wesen, die dir auf die Fresse gehen. Ruf's Maul, immer reit. Hahaha, hey, darum passiert, wie lustig. XD. Hier ist halt schwer, dass ich muss aufpassen, dass ich nicht vom Angriff, also aus dem Dodge von einem in den Angriff vom anderen rein dodge. What is this? Torchlight 2? What? Hä? Was? Die ist gerade an den Kiefer gelandet. Ich hab sie einfach instant gekillt. Wir reden übrigens von meiner Katze. Ja. Die Katze hat mich einfach angesprungen und war sie auf einmal weg. Ja, Svant hat ja schon gesagt, dass er Hundemensch ist. Das ja. Oh, hey. Die. Es gibt hier übrigens kein Licht. Eine Mixtur von Daru ist absolut. But why? Ich habe übrigens keine Ahnung, wie das funktioniert. Oh, die schlagen sich gegenseitig. Ja, dann weiß ich tatsächlich, wie das funktionieren soll. Glaubt ihr, dass Herr Daru an diesem Ort sterben wird? Wenn ihr das glaubt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich meine, ihr werdet sowieso die Antwort sehen, aber schreibt es jetzt in die Kommentare. Alter. Es ist gerade echt hart. Das ist gerade. 3, 2, 1. Druff, 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 druff. So. Okay. Allahu Akbar. Ich dachte, ich hätte schon den ersten. Mist. Da war ich wohl falsch. Come on! Come on! Okay, einen habe ich. Das funktioniert. Ich weiß übrigens, dass die mit dem Hammer die Köpfe One-Hit sind, aber erwisch mal den Kopf, der da wild durch die Gegend rennt, One-Hit. Mit dem Hammer, wollte ich sagen. Erwisch mal den Kopf, der durch die Gegend hüpft mit dem Hammer. Das, vor allem glaub mir einfach nein. Ja eben, das ist ja der Punkt. Okay, das ist wieder machbar. Sagt er und verlor an der Ebene, auf der Ebene. Ich lebe noch, Svante. Ich sollte hier ganz schnell weg. Ist das eines der Spiele, wo Link schwindelig wird nach zu viel Barrel Rolls? Ich glaube nicht, nein. Oh, eine Säule. Die Säulen können kollabieren? Natürlich, das habe ich auch schon gezeigt im Display. Das ist nichts Neues. What is this, Dark Souls? Oh, wie kann man so gut sein wie ich? Kann. Ah.
ihr könnt euch alle gleichzeitig mit mir anlegen. Es ist überhaupt kein Problem für Gott, Daro. Gott, Daro. Natürlich, ich bin der beste Videospielspieler, den es gibt. Confirmed. Seit 1980, denn da kamen die ersten wichtigen Let's Plays raus. 1980. Von Pong. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Pong. Ich glaube, irgendwie aus dem Song kommt hier nichts raus. Nö, natürlich nicht. Mist, ich hatte Hoffnung. Ich hatte tatsächlich Hoffnung. Darius, warum ist dir jetzt erst aufgefallen, dass der einzige Ort, wo du was bekommen kannst, ist eine dieser Recreational-Ebenen? Wirklich? Oh. Oh, jetzt darfst du dich an die Rand berühren, oder was? Und es sind schwarze Ritter. Ist das rassistisch oder was? Oh, nur weil sie schwarz sind, sind sie gleich schwerer. Weil sie Waffen haben, weil sie Pistolen haben, hast du davon an, hast du davon Schwert an. Dodge Roll! Oh, Mann! Was hältst du von der Theorie, dass diese Wesen, die da rumfliegen, in Wirklichkeit Kamex aus Super Mario sind? Ja, come on! Okay, zwei Herzen. Ist Herr Daro kill? Not yet. Oh, ist Herr Daro not kill? But what if Herr Daro was not kill? Die Frage ist, was passiert, wenn er in dem Ort überlebt? Wird er nachher noch so... Oh, jetzt muss ich noch mit den schwarzen Rittern kämpfen. Oh. Ein Herz. Es ist grau. Hat er nicht gemacht. Oh. Teamwork ist best work. Okay, jetzt oh. Hat er. Oh. 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 Jetzt brauchen wir die letzte Ebene mit dem Herzteil. Jetzt brauchen wir. Tatsächlich ziemlich am Schwitzen gerade. Wenn jetzt hier noch irgendwie eine Ebene kommt, dann ist das Ganze. Oh. 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 Okay, es scheint hier. Da hüpft dein Kopf rum. Da hüpft dein Kopf rum. Scheint hier eine ganz feste, gemeinte Ebene zu sein. Ich glaube, es ist eine der Ebene. Oh. Das ist einer der Ebenen, wo sie sagt, ja gut, wir haben jetzt so viel Shit gegeben, jetzt kannst du auch mal deinen Spaß haben. Das ist wahrscheinlich sowieso keine Bombe mehr. Pass auf! Ich verliere tatsächlich noch. Einer ist schon tot. Nein, ist er nicht. Oder auch nicht. Doch. Doch, einer tatsächlich. Ist tot. Wie habe ich das geschafft? Ich meine... Der ist von irgendeiner anderen Bombe hochgegangen. Skeleton-Heads. There ain't no better way to get hit than Skeleton-Head. Okay, einen? Ne, ich hab keinen. Yeah. Ich dachte, ich hätte einen gehabt. Ich hab noch... Das ist... Ich würde ja etwas mehr Rambo da reingehen, ja? Aber, die Problematik ist meine momentane Zahl am Leben. Und er hat eben keine Female Reserve und auch kein rotes Elixier mehr. Fuck. Das war's. Ich hab's versucht. So viel Ladies zu dem Herzteil. Ladies and Gentlemen, das war das Herzteil Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich meinem Windbreaker Let's Play Game Over gehe. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt in die Kommentare, dass er Daro fucking Trash ist.
Tatsächlich das erste Mal, dass ich in den Let's Play Game Over gehe. Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und vergesst nicht, auf diese tolle Glocke zu drücken. Ja, drückt die Glocke.